Ich begrüße Sie zum dritten Termin vom Vorkurs Informatik V4. Wir haben uns beim letzten Termin angeschaut, wie elementare Datentypen in Java aussehen, wie sie angelegt werden und welche 8 Typen zur Verfügung stehen. Aus denen müssen Sie auswählen, wenn Sie Aufgaben lösen. Und heute schauen wir uns insbesondere die boolschen Datentypen ein bisschen genauer an, die bedingte Ausführung. Aber vorher mache ich noch mal eine kurze Wiederholung und einen Einschub, wie diese Datenelemente eigentlich aufgebaut sind und wie man mit ihnen umgeht. Also technisch ist das so, dass in der Informatik immer noch alles im Binärsystem gespeichert wird. Die kleinste Informationseinheit ist das Bit. Das hat entweder den Wert 0 oder 1. Und physikalisch wird das im Speicher eines Rechners dadurch repräsentiert, dass eine elektrische Ladung vorhanden ist oder nicht, oder dass an einer Leitung eine Spannung anliegt oder nicht, beziehungsweise auf einer Festplatte, dass ein bestimmter Bereich magnetisiert ist oder nicht, oder auf einem optischen Datenträger, dass eine Einprägung vorgenommen wurde oder eben nicht. Und wenn man sehr viele von diesen Nullen und Einsen zusammensetzt, kann man daraus die elementaren Datentypen zusammenbauen. Zum Beispiel das Byte besteht aus 8 Bits. Und wenn man jedem Bit im Zweiersystem eine Zweierpotenz zuordnet, dann kann man damit Zahlen von 0 bis 255 aufnehmen. Und Sie haben aber gestern schon gesehen, dass es in Java nicht die Zahlen von 0 bis 255 sind, sondern von minus 128 bis plus 127, da ein Bit für das Vorzeichen weggegeben wird. Also hier ein Beispiel: die Bitkombination 10110010. Wenn Sie die Zweierpotenzen addieren, stellt den Bytewert 77 dar. Damit kann man natürliche Zahlen darstellen, und wir haben ja schon gesehen, dass man daraus dann auch die höheren Datentypen durch Anhängen von weiteren Bits oder durch andere Formate darstellen kann. Damit arbeiten Sie natürlich in richtigen Programmen dann nicht, also nicht mit Einzelbytes, sondern mit höheren Datenmengen. Und da haben wir die typischen Vorsilben, die Sie vielleicht aus dem Physikunterricht noch kennen. Jetzt ist es so, dass in der Informatik alles bezüglich der Basis 2 gerechnet wird. Das heißt, wenn wir von einem Kilobyte sprechen, sind das nicht 1000 Bytes, sondern 2 hoch 10 gleich 1024 Bytes, etwa der Umfang einer Textnachricht. Die nächstgrößere Einheit ist das Megabyte mit 2 hoch 20. Da würde ich mir den Zahlenwert jetzt nicht mehr merken. Das ist etwa eine Minute MP3-Musik. Die nächsthöhere Einheit ist das Gigabyte mit 2 hoch 30 und dann das Terabyte mit 2 hoch 40. Das sind die Kapazitäten, bei denen wir heute sind. Die integrierten Schaltkreise in Ihren mobilen Geräten oder in Ihren Notebooks sind typischerweise im Gigabyte-Bereich. Die Festplatten, die Sie heute, die magnetischen Festplatten, die Sie haben, sind im Terabyte-Bereich, und die optischen Medien sind im Moment im Gigabyte-Bereich. Das ist nicht das Ende der Entwicklung und auch nicht der Anfang. Ich stelle mal kurz dar, wie sich es historisch entwickelt hat und wie man daraus ableiten kann, wie es in den nächsten Jahrzehnten weitergehen wird. Also so richtig von Speicher kann man erst seit den 50er Jahren sprechen, wo man angefangen hat, mit Lochkarten in den ersten maschinellen und elektronischen Computern zu arbeiten. Die konnten etwa 80 Byte pro Karte abspeichern, und da war ein Bit tatsächlich ein in diese Karte gestanztes Loch. Und wenn das Loch nicht da war, dann war das Bit eben nicht gesetzt. In den 60er Jahren kamen dann die integrierten Transistoren auf den Leiterplatinen, mit denen man bis zu ein paar Kilobytes pro Chip dann abspeichern konnte in den ersten kommerziellen Rechnersystemen. In den 70er Jahren kamen die Disketten, die ersten kommerziell verwertbaren magnetischen Datenträger mit 120 Kilobyte pro Diskette maximal. In den 80er Jahren wurde das weiter verdichtet auf 1,2 Megabyte pro Diskette maximal. Und in den 90er Jahren kamen die CDs heraus mit optischen Einprägungen und Laserabtastung, die bis zu 700 Megabyte pro CD oder eben 45 Minuten Musik in der Regel abspeichern können. In den Nullerjahren des nächsten Jahrtausends kamen dann die hochintegrierten Schaltkreise, die mehrere Gigabytes auf einem Chip ablegen konnten. Die sind auch die Grundlage für die Schaltkreisdatenträger, insbesondere die SSD-Laufwerke, die Sie heute haben. Die DVDs als optische Datenträger mit bis zu 4,5 Gigabyte pro Disk, und dann die Blu-rays mit einer optischen Abtastung durch einen blauen Laser mit sehr kurzer Wellenlänge, der bis zu 50 Gigabyte pro Disk erreichen kann. Dann ist man in eine physikalische Barriere gelaufen bei allen drei Datenträgertypen. Die werde ich später vorstellen, aber letztlich hat man da Wege gefunden, drum herum zu kommen. Und jetzt könnte man die Frage stellen, wie das weitergeht.
Das ist nicht nur bei den Speicherkapazitäten, sondern auch bei der Rechengeschwindigkeit ein entsprechender Fortschritt gewesen. Also während Sie in den 50er Jahren in den Lochkartenrechnern durch Einsetzen der Lochkarte und durch Drücken eines Hebels vielleicht eine Lochkarte pro Minute bearbeiten konnten, hatten Sie in den 60er Jahren erste kleine externe Taktraten und in den 70er Jahren die ersten Taktraten im Megahertz-Bereich. In den 80er Jahren, als die PCs aufgetaucht sind und die 8086er Familie von Intel vorgestellt wurde, die Grundlage bis heute für die PC-Prozessoren ist, gab es Taktraten im Bereich von 1 bis zu 10 Megahertz, also 10 Millionen Takte pro Sekunde. In den 90er Jahren gab es die ersten 386er und dann die Pentium-Prozessoren mit Taktraten im Bereich von 32 bis zu 166 Megahertz. In den Nullerjahren dann die ersten Gigahertz-Prozessoren. Dann ist man in eine physikalische Barriere gelaufen. In diesem Fall lag das einfach daran, dass eine noch höhere Taktung der Prozessoren dazu geführt hätte, dass sie durchbrennen, weil sie sich zu stark erhitzen, egal wie viele Kühler man draufsetzt. Und das Problem hat man kommerziell jetzt erstmal dadurch gelöst, dass die Hersteller eben mehrere Prozessoren, die jeweils 2 Gigahertz haben, zusammenschrauben und als einen Prozessor oder als einen Multicore-Prozessor verkaufen. Auch da, trotz der physikalischen Barriere, wird die Entwicklung weitergehen. Die gleiche Entwicklung gibt es auch beim Netzverkehr, also bei der Kommunikationskapazität zwischen einzelnen Rechnern. Das hat in den 50er Jahren damit angefangen, dass man halt Lochkarten von einem Rechner zum anderen schleppen musste. In den 60er Jahren gab es die ersten Netzverbindungen an Unis und großen Unternehmen im Kilobyte-Bereich. In den 70er Jahren gab es die ersten Telefonkoppler und damit die Möglichkeit, im Byte pro Sekunde oder Bits pro Sekunde Bereich Textnachrichten privat auszutauschen. In den 80er Jahren gab es die ersten echten Modems im Kilobyte pro Sekunde Bereich. Dadurch gab es die ersten vernünftigen Textforen und das Bildschirmtextsystem. In den 90er Jahren kamen dann die DSL-Modems mit dem Megabyte pro Sekunde Bereich. Ab dann war es möglich, tatsächlich Bilder auf Webseiten einzustellen, die optisch ansprechend zu gestalten und mehr Interaktion mit dem Benutzer durchzuführen. Ja, und jetzt in den Nullerjahren, das wissen Sie ja, gibt es Glasfaserverbindungen, ISDN und UMDS-Verbindungen im 100 Megabyte pro Sekunde Bereich. Dadurch wird es möglich, Filme zu streamen, vollgrafische Seiten anzuzeigen, komplette Fernsehprogramme zu übertragen. Und jetzt aktuell sind wir im Highspeed-DSL- bzw. LTE-Bereich mit wieder entsprechend erhöhten Übertragungsraten. Auch hier könnte man jetzt fragen, wie geht denn diese Entwicklung weiter? Und darüber hat man sich schon sehr früh Gedanken gemacht und das sogenannte Moore'sche Gesetz aufgestellt. Die bestmögliche Kapazität verdoppelt sich im Schnitt alle 18 Monate. Das ist eine mathematisch richtige Vorhersage im Schnitt seit 1960 für die Geschwindigkeit, für die Datenkapazität, für die Übertragungskapazität. Trotz aller physikalischer Barrieren, in die man da hineingelaufen ist. Also ich stelle Ihnen mal drei vor. Zum Beispiel bei der Verkleinerung der Chips ist das ja so, dass Sie ab einer bestimmten Größe, das haben Sie vielleicht im Physikunterricht gehabt, kommt darauf an, ob Sie Quantenmechanik hatten oder nicht, haben Sie gelernt, dass ab einer bestimmten Größe nicht mehr die Gesetze der klassischen Mechanik gelten, sondern die Gesetze der Quantenmechanik, die für das Rechnen mit Bits sehr, sehr schlecht sind, weil es keine eindeutige 0 und keine eindeutige 1 mehr gibt. Das heißt, ab dieser Stelle kann man keine klassischen Computerbausteine mehr konstruieren. Dann gibt es die thermische Grenze beim Hochtakten von Prozessoren. Wenn Sie die Taktrate weiter erhöhen, erhöht sich die Temperatur so weit, dass die Bauteile anfangen zu schmelzen. Und bei den optischen Datenträgern ist man beim Blu-ray-Laser jetzt auch in einer physikalischen Barriere gelandet. Denn wie Sie ja aus dem Physikunterricht wissen, hat das sichtbare Lichtspektrum von der hohen Wellenlänge Rot bis zur kleinen Wellenlänge Blau keine weiteren Einträge. Also man kann die Wellenlänge schon weiter verkürzen, aber was kommt denn nach dem blauen Wellenspektrum, wenn Sie die Wellenlänge weiter einschränken? Ja genau, dann kommen die Ultravioletten und danach die Röntgen- und die Gammastrahlen. Das geht zwar technisch, aber das wollen Sie nicht unbedingt in Ihrem PC haben. Die Wellenlänge möchte man deshalb klein haben, damit man noch kleinere Bereiche abtasten bzw. noch kleinere Bereiche, diese Nullen und Einsen, einbrennen kann. Und wenn man die Wellenlänge nicht weiter verkleinern kann, dann kann man den Bereich nicht kompakter machen und nicht mehr Bits auf die gleiche Fläche bringen. Aber auch da bin ich mir sicher, dass man eine Lösung finden wird, das zu umgehen. Denn das Moore'sche Gesetz basiert nicht nur auf technischen, sondern auch auf ökonomischen Faktoren. Nämlich der Bedarf an Übertragungsspeicher und Prozessorkapazität hat sich auch alle 18 Monate verdoppelt. Also wenn Sie mal zurückdenken, vor 10 Jahren war das noch nicht üblich, dass man komplette Fernsehereignisse im Internet übertragen hat. Und vor 40 Jahren war das
sozusagen das höchste der Gefühle, dass man eine Textnachricht mit 20 Buchstaben von einem Telefon aufs andere übertragen konnte. Diese Entwicklung wird weitergehen und dem muss sich die Technik anpassen, entsprechend dem Mooreschen Gesetz, und man wird Lösungen finden, um diese drei Barrieren zu umgehen. Das ist für Sie in Java jetzt natürlich noch ein bisschen früh. Sie können ja im Moment nur einzelne Datenwerte anlegen. Wie man viele von einem Typ anlegt, werden wir am 5. Termin durchnehmen. Einen einzelnen Datenwert legen Sie an mit dieser Deklaration. Sie schreiben den Datentyp auf, also zum Beispiel Int oder Byte, geben dem einen Namen, dürfen Sie selber aussuchen, und weisen mit dem Gleichheitszeichen einen Wert zu. Sobald sie mit dem Wert belegt ist, dürfen Sie diese Variable mit Ihrem Namen ansprechen und in Rechnungen oder Ausgaben verwenden. Dabei müssen Sie ab jetzt immer unterscheiden zwischen dem Bezeichner oder dem Namen, den die Variable hat, den haben Sie selbst gewählt, den Datentyp, der ist fest, also wenn Sie ein Int deklarieren, dann ist das ein Int und Sie können das nicht verändern, und den Werten, die Sie in diesen Datenwert, in diese Variable hineinschreiben. Also wenn Sie ein Int deklarieren, können Sie da zum Beispiel eine 2 hineinschreiben. Der Wert ist veränderlich, Name und Datentyp sind fest, und Datentyp dürfen Sie nur im Moment aus den 8 elementaren Typen auswählen, die wir gestern angeschaut haben. Neben den elementaren Datentypen, die Sie kennen, gibt es später noch die zusammengesetzten Datentypen und die Klassendatentypen. Zum Beispiel den Datentyp String, den Sie jetzt schon benutzt haben, das ist keine elementare Variable, sondern der besteht aus mehreren Schriftzeichen, die aneinander gesetzt sind. Wie man genau mit diesem Typ von Variablen umgeht, wie man sie deklariert und wie man sie benutzt, werden wir uns später anschauen. Jetzt im Moment fokussieren wir uns auf die elementaren Datentypen, die 8 Stück, die Sie gestern gelernt haben. Die sind in der Regel aus der Mathematik übernommen und können als Bausteine verwendet werden, um Rechnungen oder Zwischenprobleme zu lösen. Diese 8 sind das: Boolean, Byte, Short, Int, Long, Float, Double und der Character. Mit den hier angegebenen Bereichen, bei den reellen Zahlen mit einer festgelegten Genauigkeit, und bei den Schriftzeichen, wenn sie sind 16-Bit, können Sie also 2 hoch 16, das sind etwa 65.000 verschiedene Schriftzeichen darstellen. Diese 8 dürfen Sie verwenden mit den erlaubten Werten. Ich stelle noch mal kurz zusammen, wie man mit diesen Datentypen dann rechnet. Die ganzzahligen Datentypen Byte, Short, Int und Long eignen sich für exaktes Rechnen bei ganzzahligen Problemen. Bei Zählproblemen, für Zählvariablen später, wenn wir die Schleifen anschauen. Diese Variablen haben allerdings Grenzen. Wenn Sie über diese Grenzen hinauslaufen, bekommen Sie einen Überlauf. Und Sie können mit diesen Variablen die arithmetischen Grundoperationen, Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, mit diesen 4 Symbolen durchführen. Den Rest der Division bekommen Sie mit dem Prozentzeichen. Wenn Sie auf den beiden Seiten von dem Divisionsstrich einen ganzzahligen Datentyp stehen haben, also hier zum Beispiel 17 durch 4, dann wird Java eine Division mit Rest vornehmen. Dann ist 17 durch 4 zum Beispiel 4 mit Rest 1. Also 17 durch 4 hätte den Wert 1 in Java und 17% 4, das ist der Rest, hätte den Wert 1. Denn 17 ist 16 plus 1. Da gibt es auch einen Fachbegriff für. Dieses Prozentzeichen bezeichnen wir auch als Modulo. Also 17 Modulo 4 ist 1, hat den Rest 1. Das führt zu einigen Problemen, insbesondere zu diesem beliebten Fehler, den Sie auf dem letzten Übungsblatt vielleicht schon gesehen haben. 1,5 ist 0 in Java und 127 plus 1 ist minus 128 in Java wegen dem Variablenüberlauf. Das Problem dabei ist, dass Java Ihnen diese Fehler in Anführungsstrichen nicht anzeigt und dass es sogar Situationen gibt, wo Sie das wollen. Und wenn Sie das ausschließen möchten, dass Ihnen das passiert in Ihrem Programm, können Sie entweder Java durch das Anhängen von Nachkommastellen zwingen, das als Fließkomma-Datentyp, als Double zu speichern, oder durch das Anhängen eines Kürzels, kleines D für Double, kleines L für Long, zu erzwingen, dass das Double-Variablen sind, auch wenn Sie keine Nachkommastellen haben. In der Mathematik ist 1 und 1,0 dasselbe, in Java ist es nicht dasselbe. In Java ist 1,0 eine Fließkommazahl und die 1 ohne das Punkt 0 ist eine ganze Zahl, die sich bei Divisionen anders verhält. Dazu ein paar ganz typische Beispiele, also hier Short A gleich 6, dann wird es ausgegeben, erscheint die 6 auf dem Bildschirm, A gleich A mal 2 plus 1, wenn Sie das richtig auswerten, entsteht in der Klammer eine 12, wird zuerst ausgewertet, dann plus 1 gibt hier die 13. Boolsche Werte können Sie auch über Print ausgeben lassen, kriegen Sie das Schlüsselwort False oder das Schlüsselwort True. Und Characters können Sie genauso über Print ausgeben lassen,
dann kriegen Sie das entsprechende Schriftzeichen ausgegeben, wobei das jetzt ein bisschen von Ihrem Betriebssystem und Ihrer Ländereinstellung abhängt, ob das Schriftzeichen verfügbar ist oder nicht. Die Grenzen, die Sie auswendig kennen sollten, passieren immer bei den Zweierpotenzen. Also ein Byte hat 8 Bits, hat 2 hoch 8 gleich 256 mögliche Werte, also von minus 128 bis plus 127. Das Short hat 2 hoch 16 mögliche Werte, von minus 32.768 bis 32.767. Ab der Stelle sollten Sie sich diese Zahlen nicht mehr merken. Das Int hat entsprechend 2 hoch 32 Möglichkeiten und das Long 2 hoch 64. Und wenn Sie mehr möchten, müssen Sie Double oder Float benutzen. Die ganzzahligen Datentypen, zumindest die in Java eingebauten, können nicht höhere Zahlen speichern. Es gibt später noch effiziente Datentypen zum Rechnen mit größeren natürlichen Zahlen, die sind aber nicht mehr Teil von Java und sind sozusagen von außen dran programmiert worden. Der einfachste Datentyp, den Sie in Java haben, ist Boolean. Das ist ein Wahrheitswert. Der hat entweder den Wert True oder 1, beziehungsweise wahr, und false oder 0, beziehungsweise falsch. So einen Datentyp brauchen Sie, wenn Sie Bedingungen speichern möchten. Also wenn Sie einen Codebereich durch eine Bedingung kontrollieren wollen oder wenn Sie sich merken möchten, ob eine Berechnung erfolgreich war oder nicht. Mit booleschen Datentypen können Sie aber auch rechnen. Da gibt es Arithmetik. Sie können die mit und verknüpfen, mit oder verknüpfen, beziehungsweise mit nicht verknüpfen. Da gibt es diese drei Symbole. Das Doppel-und-Zeichen, das kriegen Sie auf einer Windows-Tastatur mit Shift 6. Das Doppel-oder-Zeichen, den senkrechten Strich, kriegen Sie mit der Alt-Groß- plus die Kleiner-Taste. Und das Ausrufezeichen kriegen Sie mit Shift 1. Diese drei Symbole benutzen Sie für die logische Arithmetik. Beachten Sie, dass das Ausrufezeichen für die Negation vor dem A steht. Das Ausrufezeichen hinter dem A ist etwas anderes. Das ist das Fakultätssymbol aus der Mathematik. Und dieses Ausrufezeichen hier ist wieder was anderes. Das ist das Ausrufezeichen aus dem Deutschunterricht. Da muss man ab und zu etwas trennen. Boolean können Sie wie alle anderen elementaren Datentypen zuweisen, über Print ausgeben oder als Parameter verwenden, wo immer ein Wahrheitswert gefordert ist. Ich stelle die einzelnen Operationen mal kurz vor und da sollten Sie sich gleich angewöhnen, nicht die Alltagsbedeutung dieser Wörter nicht und oder zu benutzen, sondern die Fachbegriffe. Das nicht heißt eigentlich Negation, denn es dreht den Wert der Variablen um. Wenn A false ist, dann ist das Negative von A true. Und wenn A true ist, dann ist das Negative von A false. Statt und benutzen wir den Fachbegriff Konjunktion. Also die Konjunktion von A und B ist eben true, wenn A und B true sind und in allen anderen Fällen false. Das führt zu dieser Tabelle hier. Und das dritte ist das oder. Der Fachbegriff dafür lautet Disjunktion. A oder B, ist dann true, wenn A oder B true ist. Wie würde denn diese Tabelle jetzt aussehen, wenn man sie entsprechend der beiden möglichen Eingaben hier ausfüllt? Ja, genau. Also es sind alle Zeilen true, bis auf die erste, wo beide false sind. Das oder können Sie sich auch so vorstellen, dass eben mindestens einer von beiden true sein muss und das false können Sie dann nur bekommen, wenn beide false sind. Das war jetzt einfach. Aber schauen Sie sich mal diesen zusammengesetzten Ausdruck an und versuchen Sie auszurechnen, welche Werte in diese vier Einträge von der dritten Spalte kommen. Wenn Sie keine Klammern haben, gilt hier auch Punkt vor Strich. Also diese Konjunktion wird ausgeführt, bevor diese Disjunktion ausgeführt wird. Ich lasse Ihnen ein paar Minuten Zeit, das auszurechnen und dann diskutieren wir vielleicht, welche möglichen Wege es gibt, da auf die Lösungen zu kommen. Gut, also das ist die richtige Lösung. Wenn beide false sind, bekommen Sie false heraus und ansonsten immer true. Welche Möglichkeiten gibt es, darauf zu kommen? Also die erste, ja, haben Sie recht, die erste Möglichkeit ist natürlich, dass man die Werte einsetzt und dann die Klammer auflöst, dann hier für B und A die Werte einsetzt und guckt, was am Ende rauskommt. Sie werten das also sukzessive aus. Wenn zum Beispiel alle Variablen false sind, habe ich hier false oder false, gibt die Klammer false. Und false gibt wieder false und oder false gibt letztlich das false, was hier steht. Das funktioniert immer, aber das ist natürlich aufwendig. Geht das ein bisschen kürzer? Ja, genau. Also er hat gesagt, dass wenn man schon weiß, dass das A true ist, dann weiß man, dass der ganze Ausdruck true ist. Dann ist es nämlich egal, was hier auf der linken Seite von dieser Disjunktion steht. Dann kommt immer true heraus. Das heißt, bei allen
Zeilen, wo das A true ist, kann ich hier sofort true in die letzte Spalte schreiben und muss gar nichts rechnen. Genau. Das ist genauso wie bei gewöhnlichen mathematischen Ausdrücken auch. Wenn Sie irgendwas mit 0 multiplizieren, dann wissen Sie, dass 0 herauskommt und müssen den Rest gar nicht mehr anschauen. Das geht bei logischen Ausdrücken genauso. Disjunktion mit true gibt immer true und Konjunktion mit false gibt immer false und Sie müssen den Rest nicht mehr auswerten. Gibt es noch eine Möglichkeit, das auszuwerten, wenn Ihnen diese beiden Ansätze nicht zur Verfügung stehen? Also da bin ich nicht mehr sicher, ob das an der Schule noch so gemacht wird. Sie können das ausmultiplizieren. Auch logische Ausdrücke können Sie ausmultiplizieren. Also zum Beispiel hier würden Sie A und B oder B und B herausbekommen. Durch Ausmultiplizieren und Ablesen können Sie dann auch sehen, wo das false oder true ist. Wobei hier durch Ausmultiplizieren würden Sie den Ausdruck ja länger als kürzer machen. Das bringt also vielleicht nicht wirklich was. Was würden Sie denn statt ausmultiplizieren mathematisch tun wollen, damit das kürzer wird statt länger? Genau, zusammenfassen. Und da müssen Sie jetzt halt schauen, wo Sie gemeinsame Faktoren haben, wobei sich das Unzeichen wie ein Malpunkt und das Oderzeichen wie ein Plus verhält. Und dann können Sie ausklammern oder zusammenfassen. Das wäre die dritte Möglichkeit, diesen Ausdruck auszuwerten. Gut, das haben wir uns jetzt angeschaut, aber Sie müssen nicht nur dieses auswerten können, das macht ja in der Regel der Rechner nachher für Sie, sondern Sie müssen vor allem in Umgangssprache formulierte Aufgabenstellungen oder Aussagen in boolsche Ausdrücke übersetzen können. Das ist nicht ganz einfach, weil die deutsche Sprache nicht so eindeutig definiert ist wie die boolsche Logik in Java. Schauen Sie sich mal diesen Satz hier an. Sie dürfen das Fach Informatik studieren, falls Sie ein Abitur in Deutschland oder einen gleichwertigen Abschluss haben und Informatik nicht vorher schon studiert haben. Da gibt es also 4 Wahrheitswerte drin. Sie dürfen Informatik studieren, ja oder nein. Sie haben Abitur, ja oder nein. Sie haben einen gleichwertigen Abschluss, ja oder nein. Sie haben schon mal studiert, ja oder nein. Versuchen Sie mal, einen aussagenlogischen Ausdruck mit den Symbolen von Java zusammenzuschreiben, der genau diesen Satz hier darstellt. Lasse ich Ihnen wieder ein paar Minuten Zeit und dann diskutieren wir das. Also schlagen Sie mir mal was vor. Jawohl, das ist auch meine Lösung. Klammer auf, Abitur oder gleichwertig, Klammer zu und nicht studiert. Sie dürfen Informatik studieren, wenn Sie ein Abitur oder einen gleichwertigen Abschluss haben und noch nicht studiert haben. Ist das die einzige Möglichkeit, das zu übersetzen oder gibt es andere? Das ist die einzig sinnvolle. Woher wissen Sie denn, dass hier Klammern um das Abitur oder gleichwertig stehen? Wenn die Klammern nicht da wären, würde wegen der Punkt-vor-Strich-Regel das gleichwertig mit dem nicht studiert verknüpft. Warum haben Sie das so gemacht? Woran sehen Sie das in dem Satz? Gibt es 2 Gründe, das zu sehen? Ja, das ist der erste Grund. Durch das Komma ist klar, dass dieses, falls Sie ein Abitur oder einen gleichwertigen Abschluss haben, dass das ein Relativsatz ist und der landet hier in dieser Klammer. Das Komma trennt diesen Teilsatz ab. Das lernen Sie in der 8. Klasse im Deutschunterricht, falls Sie sich noch daran erinnern. Und das macht hier in Java die Wirkung, dass Abitur und gleichwertig zusammengehören und deshalb eingeklammert werden müssen. Wenn Sie jetzt keine Ahnung von deutscher Grammatik hätten, wie könnten Sie dann auch darauf kommen, dass Sie das einklammern müssen? Ja, genau. Weil es einfach keinen Sinn macht, die Klammern andersrum zu setzen, dann könnten Sie, wenn Sie ein Abitur haben, Informatik studieren, obwohl Sie es schon mal studiert haben. Was Sie da benutzen, ist Kontextwissen. Das ist jetzt nicht so einfach. Das kann auch sein, dass in anderen Ländern die Prüfungsordnungen anders aussehen. Ist jetzt vielleicht nur in Deutschland so, dass Sie das nicht zweimal studieren dürfen. Das ist Kontextwissen. Das hat jetzt nichts mit Logik und nichts mit deutscher Sprache zu tun, sondern da müssen Sie einfach wissen, wie ein Studium in Deutschland funktioniert. Ohne das können Sie dann die Aufgabe hier gar nicht lösen. Und das war noch ein einfacher Satz. Gucken Sie sich mal diesen hier an. Sie können an einer Klausur teilnehmen, wenn Sie angemeldet, aber nicht krank oder ausgeschlossen sind. Sie können jetzt nicht einfach hergehen und diese ganzen Wörter aber, oder, wenn direkt in logische Symbole übersetzen. Das geht nicht so einfach, sondern je nach Kontext können diese Wörter verschiedene Bedeutungen haben. Versuchen Sie mal, den logischen Ausdruck richtig zusammenzubauen und dann diskutieren wir, wie die Wörter übersetzt worden sind. Genau, das ist auch meine Lösung. Sie dürfen teilnehmen, wenn Sie angemeldet sind und nicht, Klammer auf, krank oder ausgeschlossen sind. Da geht jetzt wieder hier Kontextwissen ein, dass krank
und ausgeschlossen sein eben beides Bedingungen sind, die dazu führen, dass sie nicht teilnehmen dürfen. Deshalb müssen Sie die einklammern, sonst wirkt sich das Nichtzeichen nur auf das Krank aus. Sie sehen es auch wieder an der deutschen Grammatik. Da ist ein Komma, das leitet einen Relativsatz ein. Alles, was danach kommt, gehört in eine Klammer. Sie können allerdings nicht, und das ist eine Schwierigkeit beim Aufbau logischer Systeme oder künstlicher Intelligenzsysteme, Sie können nicht einfach dieses Nicht nehmen und das in dieses Ausrufezeichen übersetzen. Dann hätten Sie jetzt nämlich hier den Ausdruck Klammer auf, nicht krank oder ausgeschlossen Klammer zu, und das ist nicht das, was da unten steht. Sie hören auch an meiner Redeweise, dass die Wörtchen nicht, oder und andauernd in der deutschen Sprache auftauchen, obwohl sie manchmal eine ganz andere Bedeutung haben. Also hier dieses Aber zum Beispiel. Welches Symbol in unserem Ausdruck entspricht denn diesem Aber? Genau das Und hier unten. Dieses Aber könnte man auch als Und schreiben. Wenn Sie angemeldet sind und nicht krank oder ausgeschlossen. Das ist eine Bedeutung, die man dem Wort Aber jetzt hier gar nicht zugetraut hätte. Das führt dazu, dass Sie nicht einfach ein Programm schreiben können, das diese deutschen Wörter durch bestimmte Symbole ersetzt, sondern da müssen Sie Denkarbeit reinstecken. Es ist nicht so einfach und ab und zu ist es auch mehrdeutig. Dass das jetzt so geklammert werden muss und nicht anders, ist letztlich wieder Kontextwissen. Die andere Klammerung würde keinen Sinn machen, dann dürften Sie teilnehmen, wenn Sie ausgeschlossen sind. Das ist aber Kontextwissen und das ist vielleicht auch nur in unserem Studium so. Ich erkläre vielleicht mal kurz, was der Unterschied zwischen den einfachen und den doppelten logischen Symbolen ist. Das ist in Java ein ganz wichtiger Unterschied. Die doppelten Symbole sind logische Verknüpfungen. Logische Verknüpfungen verbinden Wahrheitswerte, die entweder true oder false sind. Die einfachen Symbole, also das einfache Unzeichen und das einfache Oderzeichen, sind logische Operatoren, die Zahlen verarbeiten. Und zwar bitweise. Bitweise bedeutet, wenn Sie also 65 oder 3 mit dem einfachen Oder hinschreiben, dass Sie die 65 in Ihre Binärdarstellung zerlegen. Das ist hier die 2 hoch 6 und hier ist das die 2 hoch 0. Oder die 3, das ist 2 hoch 1 plus 2 hoch 0. Die verknüpfen Sie mit dem Oder und jetzt wird jedes Bit mit jedem Oder verknüpft. Diese 1 oder dieses 1 gibt diese 1. Diese 1 oder diese 0 gibt diese 1. Diese 0 oder diese 0 gibt diese 0. Java geht das bitweise durch und dann erhalten Sie ein neues Bitmuster und das wird wieder zu einer neuen Zahl zusammengesetzt, hier zu 67. Damit können Sie rechnen. Also Sie können 65 oder 3 ausrechnen, das gibt 67. Das wird in Java strikt getrennt von den logischen Symbolen für Wahrheitswerte. Das hat seinen Grund, weil Sie nicht möchten, dass die 1 einfach in true übersetzt wird. Es gibt ganz einfache Situationen, wo das schief geht. An sich werden wir für die weiteren Rechnungen nur diese Doppelsymbole benötigen. Es wird vielleicht ein, zwei Fälle geben, wo Sie die bitweisen Operatoren brauchen. Und für beide gelten die Punkt-vor-Strich-Regeln. Das heißt, zuerst kommt die Negation, die wirkt immer zuerst. Dann kommt die Konjunktion und zuletzt die Disjunktion. Wenn Sie das steuern möchten, können Sie Klammern um die Operationen setzen. Und ansonsten, Style Guide am KIT verlangt von Ihnen, dass Sie Klammern um alle Operanden setzen, um alle Operatoren setzen. Dazu gehören jetzt auch diese beiden hier. Das Nichtzeichen gilt nicht als mehrwertiger Operator, um das setzen Sie bitte keine Leerzeichen. Gut. Sobald Sie so einen Wahrheitswert zusammengebaut und aus einem deutschen Satz hergestellt haben, können Sie ihn verwenden mit der if-Anweisung, um Befehlsblöcke zu kontrollieren. Das ist die wichtigste Anwendung von diesen boolschen Wahrheitswerten. Die Syntax ist relativ einfach. Englisches Schlüsselwort if, Leerzeichen, Klammer auf, runde Klammern. Dann eine logische Bedingung oder eine boolsche Variable, runde Klammer zu, Leerzeichen. Und dann in geschweiften Klammern ein Programmblock. Dieser Programmblock wird dann nur ausgeführt, wenn diese Bedingung true ergeben hat. Das ist also ein Testausdruck in diesen runden Klammern, der entscheidet, ob der Programmcode in den geschweiften Klammern ausgeführt wird oder nicht. Typischerweise besteht diese Bedingung aus boolschen Variablen oder arithmetischen Vergleichen oder Rückgaben von Methoden, die Sie später aufrufen, die dann entscheiden, ob der Block ausgeführt wird oder nicht. Ganz, ganz einfaches Beispiel. Sie deklarieren einen Integer a, dann passiert irgendetwas mit dem, Sie wissen jetzt nicht was. Und jetzt möchten Sie diese Zeile hier ausführen, wenn a größer als 3 ist. If, runde Klammer auf, a größer 3, runde Klammer zu. Und die System.out.println wird ausgeführt, wenn a einen Wert zu diesem Zeitpunkt, einen Wert enthält, der echt größer als 3 ist.
Dieses a größer 3 ist ein boolescher Ausdruck, hat entweder den Wert false oder den Wert true. Sie können die if-Anweisung mit else kombinieren und das dann wirklich wie einen englischen Satz lesen. If, diese Bedingung hier, dann passiert Block 1, sonst, englisch else, passiert Block 2. Also wenn die Bedingung true ergibt, wird Block 1 ausgeführt, wenn die Bedingung false ergibt, wird Block 2 ausgeführt. Das ist eine kombinierte if-Anweisung. Auch dazu ein Beispiel. Typisches Beispiel, Sie wollen, dass das Programm eine Wurzel ausrechnet von einer Zahl, die der Benutzer eingegeben hat. Sie fordern mit System.out.print den Benutzer auf, eine Zahl einzugeben. Sie benutzen den Eingabescanner von gestern, um eine reelle Zahl vom Benutzer einzulesen. Und jetzt prüfen Sie aber, ob diese Zahl nicht negativ ist. Wenn sie kleiner 0 ist, sagen Sie dem Benutzer, dass Sie keine Wurzel aus negativen Zahlen ziehen können. Else, das passiert also, wenn a größer gleich 0 ist, dann rechnen Sie die Wurzel aus und geben sie mit Print auf der Konsole aus. Das ist eine ganz typische Anwendung dieser if-else-Konstruktion zur Kontrolle einer Benutzereingabe und zur Kontrolle, ob diese Operation erlaubt ist oder nicht. Weiteres Beispiel, wenn Sie komplizierte logische Ausdrücke haben, können Sie Bedingungen in booleschen Variablen abspeichern und später wiederverwenden. Also Sie können diese Bedingung, ob a größer 3 ist, in der booleschen Variable b ablegen, die ist jetzt entweder true oder false, und später diese if-Anweisung durch b kontrollieren lassen. Wenn b an der Stelle true ist, wird das Print ausgeführt, sonst nicht. Das ist auch eine ganz typische Konstruktion, die Sie auch immer benutzen sollten, wenn Sie zusammengesetzte Ausdrücke haben, dann teilen Sie die in einzelne boolesche Variablen auf. Die können Sie mit den logischen Operationen, die wir gerade angeschaut haben, zusammensetzen. Also jetzt habe ich hier drei Boolean-Variablen A, B, C. Und diese Anweisung wird ausgeführt, wenn A und B true ist oder C. Also falls C eingetreten ist oder A und B. Und eigentlich müsste ich grammatikalisch hier um A und B auch noch eine Klammer setzen. Dafür dürfen Sie die drei Symbole benutzen, Konjunktion, Disjunktion, Negation, um Ihre if-Bedingung aufzubauen. Sie können statt größer und kleiner auch Gleichheit prüfen. Da gibt es in Java aber eine Besonderheit. Wenn Sie prüfen wollen, ob zwei Variablen den gleichen Wert enthalten, benutzen Sie das doppelte Gleichheitszeichen, gleich, gleich. Das gibt true zurück, wenn die Variablen a und b den gleichen Wert haben. Das einfache Gleichheitszeichen kennen Sie ja schon. Das ist kein Vergleich wie in der Mathematik, sondern das ist eine Zuweisung. Die weist den Wert von b der Variablen a zu. So etwas sollten Sie in einer if-Bedingung nicht machen. Da wird Ihnen der Java-Compiler auch zumindest eine Warnung anzeigen, wenn Sie das versuchen. Wenn Sie so eine Warnung bekommen, müssen Sie es durch ein doppeltes Gleichheitszeichen ersetzen. Das doppelte Gleichheitszeichen ergibt einen Wert vom Typ Boolean und das hier unten ist eigentlich eine Anweisung und kein Vergleich. Ansonsten dürfen Sie für Zahlen die Kleiner-Größer-Zeichen benutzen, mit der gleichen Bedeutung wie in der Mathematik. Die Kleiner-Gleich- und Größer-Gleichzeichen kennt Java nicht, aber Sie können die umschreiben mit Kleiner und dann im Gleichheitszeichen und Größer und dann im Gleichheitszeichen für die Kleiner-Gleich- und Größer-Gleich-Vergleiche zwischen Zahlen. Die funktionieren mit allen ganzzahligen und reellen Datentypen. Den Gleichheitstest dürfen Sie für alle Variablen einsetzen, ohne dass Sie eine Fehlermeldung bekommen, auch für Char und Boolean, auch für String. Aber für String kommt nicht das heraus, was Sie erwarten. Das erkläre ich Ihnen am Ende heute nochmal kurz. Aber schreiben Sie sich jetzt bitte groß und rot in Ihr Heft, das doppelte Gleichheitszeichen nicht mit Strings benutzen. String ist kein elementarer Datentyp und da verhalten sich die Werte, die drinstehen, grundsätzlich anders als bei elementaren Datentypen. Das werden wir aber erst nächste Woche genauer untersuchen können. Es gibt auch ein Symbol für das Ungleichheitszeichen. Also wenn Sie fragen wollen, ob zwei Variablen ungleich sind, dann schreiben Sie nicht gleich. Das ist das Gleiche, als wenn Sie sagen, nicht Klammer auf, a gleich gleich b. Damit können Sie testen, ob etwas ungleich ist. Und jetzt machen wir einfach eine Reihe von Beispielen, um abzuprüfen, ob Sie das verstanden haben. Also zunächst mal ganz einfach, wenn Sie mathematisch prüfen wollen, ob x gleich 3 ist, müssen Sie sich daran erinnern, dass das in Java mit einem Doppelgleichheitszeichen geht. Und dann sieht das so aus. If, runde Klammer auf, x gleich gleich 3, runde Klammer zu, geschweifte Klammer auf, Printanweisung, geschweifte Klammer zu. Ganz einfach. Wie fragen Sie, ob eine ganze Zahl gerade ist? Dazu müssen Sie aus logischen Bedingungen eine Konstruktion zusammensetzen, ohne die Funktion aus der Mathebibliothek von Java zu benutzen. Überlegen Sie mal ein paar Minuten, wie Sie das machen können.
Ich gebe Ihnen da etwas Zeit, es gibt mehrere Möglichkeiten. Benutzen Sie nicht die Mathefunktion. Ja, genau. Sie teilen die einfach durch 2 und gucken, ob sie den Rest 0 ergibt. Den Rest bekommen Sie in Java mit dem Prozentzeichen, also Sie fragen a Prozent 2 gleich gleich 0. Wenn das bei Division durch 2 den Rest 0 ergibt, ist das gerade gewesen. Eigentlich müsste ich das hier noch klammern, um Missverständnisse zu vermeiden. Das ist eine richtige Lösung. Wie fragen Sie denn, ob eine ganze Zahl ungerade ist? Naja, das ist einfach die Negation der vorhergehenden Aussage. Das heißt, Sie machen einfach ein Nicht-Symbol vor die Aussage von vorhin. Dann ist sie ungerade, wenn das wahr wird. Alternativ können Sie auch einfach fragen, ob der Rest a modulo 2 ungleich 0 ist. Hat die gleiche Wirkung. Oder wenn Sie schon wissen, dass der Rest hier nur 0 oder 1 sein kann, können Sie auch fragen, ob der Rest gleich gleich 1 ist. In diesem Fall ist a ungerade. Wie fragen Sie denn, ob x im Intervall von 5 bis 10 liegt? Ein Tipp dazu von mir, Sie dürfen in Java nicht Konstruktionen der Form 5 kleiner gleich x kleiner gleich 10 benutzen. Das ist nicht erlaubt. Java kann immer nur 2 Operanden für eine Operation verarbeiten. Ja, genauso wird es gemacht. Sie fragen, ob x größer gleich 5 ist und x kleiner gleich 10. Diese logischen Bedingungen sollten Sie immer einklammern, dass es keine Missverständnisse gibt. Sie verknüpfen nicht das 5 mit dem x, sondern Sie haben 2 Vergleiche, die werden mit der Konjunktion verbunden. Wenn das beides true ergibt, dann liegt a in diesem Intervall. Solche Mehrfachausdrücke, wie Sie sie im Mathe-Vorkurs gerade haben, 5 kleiner gleich x kleiner gleich 10, kennt Java nicht, werden teilweise auch fehlinterpretiert und Eclipse wird Ihnen da eine rote Fehlermarkierung drunter setzen, wenn Sie es versuchen. Versuchen Sie mal dieses hier. Geben Sie einen Text aus, falls a größer als b ist, aber nicht kleiner als c. Auch da müssen Sie jetzt wieder ein bisschen die deutsche Sprache übersetzen. Jawohl, das hat er richtig gesagt. Also a größer b in Klammern und Nichtzeichen davor a kleiner c. Weil das Nichtzeichen die höchste Priorität hat, wird a durch c ausgerechnet. Wegen den Klammern, dann wird das negiert und erst dann wirkt die Konjunktion mit dem anderen Ausdruck hier. Auch hier, a größer b wird einfach zu dieser Klammer, das aber wird zu einer Konjunktion, das nicht wird zu dem Ausrufezeichen, dass es a kleiner c ist, das, woran sehen Sie das grammatikalisch, dass das c hier zu dem a gehört und nicht zu dem b, woran sieht man das? Genau, weil das A in diesem Satz das Substantiv ist und dann kommt ein Relativsatz, der sich auf dieses Substantiv bezieht. Auch das haben Sie irgendwie irgendwann mal in der 8. Klasse gehabt, da müssen Sie sich einfach dran erinnern. Gut, wie prüfen Sie denn, das ist jetzt wieder ein mathematisches Problem, wie prüfen Sie, ob das zweithöchste Bit, 2 hoch 6 gleich 64, im Byte B gesetzt ist? Da müssen Sie diese bitweisen Operationen benutzen, die wir vorhin angeschaut haben. Genau, Sie schalten einfach alle anderen Bits ab. Sie nehmen das Byte B, Sie nehmen den bitweisen Operator und verknüpfen das mit 2 hoch 6. Dadurch werden alle Bits bis auf das sechste auf 0 gesetzt. Jetzt gibt es nur noch die Möglichkeit, dass das sechste Bit gleich 1 ist, dann kommt 64 raus, oder dass das sechste Bit gleich 0 ist, dann kommt 0 heraus. Damit können Sie das testen. Wieso wäre es falsch, hier größer gleich, also den binären Vergleich wegzulassen, und einfach nur größer gleich 64 zu schreiben. Genau, dann würde es zum Beispiel für die 128, mal ganz abgesehen, dass Sie da bei Java die Gefahr eines Überlaufs haben, für die 128 hätten Sie dann, dass das größer gleich 64 ist, obwohl das sechste Bit gar nicht gesetzt ist. Deshalb müssen Sie die anderen erst abschalten, erst dann können Sie den Vergleich machen. Das ist eine sehr wichtige Operation, die kriegen Sie in Java sehr oft. Wenn Sie elektronische Bauteile ansteuern oder irgendwelche Ports an Ihrem Rechner abfragen, werden Sie das sehr oft haben, dass diese Informationen in Form von gesetzten oder gelöschten Bits über Leitungen in Ihre Rechner kommen. Dann müssen Sie die Werte, die Zahlenwerte, die in Ihren Variablen stehen, so auswerten, um zu prüfen, ob an der Leitung jetzt Spannung dran ist oder nicht. Genau, wie ich vorhin schon gesagt habe, dürfen Sie nur elementare Datentypen mit dem Gleichheitszeichen und den Ungleichheitszeichen auswerten. Für nicht elementare Datentypen müssen Sie Methoden verwenden. Was Methoden sind, werden wir uns nächste Woche anschauen. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie zwei Strings haben, in dem einen steht XYZ, in dem anderen steht 123
und Sie wollen die vergleichen, benutzen Sie die sogenannte Equals-Methode. Sie schreiben den einen String hin, S, dann den Referenzpunkt, dann rufen Sie Equals auf und geben T als Parameter hinzu. Das gibt entweder True zurück, wenn die gleichen Werte, die gleichen Texte in den Strings stehen, oder False, wenn nicht die gleichen Werte in den Strings stehen. Sie dürfen nicht S gleich gleich T schreiben. Sie dürfen das schon, aber da kommt nicht das heraus, was Sie wollen. Strings sind dann gleich, also geben hier mit der Equals-Methode True zurück, wenn die gleichen Zeichen drinstehen und die Reihenfolge und die Länge übereinstimmt. Dabei wird Groß- und Kleinschreibung unterschieden, also das kleine a ist was anderes als das große. Und Sie können die Strings erstmal nicht mit diesen Symbolen kleiner und größer anordnen. Später werden wir auch dafür Methoden haben. Im Moment können Sie es einfach noch nicht tun. Wenn Sie das vergessen und das Doppelgleichsymbol für den String benutzen, dann bekommen Sie zufällige Aussagen. Das liegt daran, dass Textvariablen im Speicher den meisten Platz wegnehmen und deshalb von Java intern optimiert werden. Das heißt, wenn Sie einen langen Text in Ihrem Speicher als String haben, wissen Sie nicht, wo der im Speicher liegt, und Java wird den auch permanent hin und her schieben, sodass der Zugriff auf diesen Text optimal ist. Das führt zu einigen Problemen, das heißt, verschiedene Strings können im gleichen Speicherbereich stehen, wenn der eine zum Beispiel ein Anfangsstück von dem nächsten ist. Andererseits, wenn die Optimierung noch nicht stattgefunden hat, kann es auch sein, dass gleiche Strings mit gleichen Inhalten an verschiedenen Speicherbereichen stehen. Und dieser Vergleich, S gleich gleich T, für frühe Java-Versionen, vergleicht nicht die Inhalte von den Strings, sondern vergleicht, ob die gleiche Referenz im Speicher haben. Was eine Referenz ist, werden wir uns nächste Woche genau angucken. Und je nachdem, wie diese Zeichenketten jetzt im Speicher liegen, kann da True oder False rauskommen, eigentlich unabhängig davon, ob der gleiche Wert da drin steht oder nicht. Das Dumme ist, dass Ihnen Eclipse das nicht als Fehler anzeigen wird, denn manchmal möchten Sie tatsächlich die Referenzen vergleichen. Deshalb jetzt für die erste Woche im Vorkurs grundsätzlich Vergleiche von Strings niemals mit dem Doppelgleichheitszeichen programmieren, sondern immer die Equals-Methode benutzen. In höheren Java-Versionen ist dieses Problem behoben worden, aber programmieren Sie es trotzdem so, dass Sie die Equals-Methode benutzen. Ich stelle Ihnen, bevor wir jetzt zu den Aufgaben kommen, nochmal kurz die häufigsten Fehler vor, die passieren, wenn Sie boolesche Variablen und if-Anweisungen einsetzen. Der wichtigste Fehler, der Ihnen unterlaufen kann, ist die vergessene Mengenklammer. Wenn Sie einfach if irgendetwas schreiben und dann die geschweifte Klammer auch vergessen, dann kontrolliert die if-Anweisung nur die erste Anweisung, die danach kommt, also dieses Double X1 gleich. Die Anweisung danach wird nicht mehr durch das if kontrolliert und immer ausgeführt, auch dann, wenn das d kleiner 0 ist, und dann kriegen Sie hier eine Fehlermeldung. Also nicht die geschweiften Klammern um den Block vergessen. Das interessiert Java auch überhaupt nicht, dass das hier eingerückt ist. Diese Einrückung ist hier optisch und nur für Sie und für den Style Guide. Java entscheidet, ob das ein Block ist, einfach nur daran, ob da Klammern drumherum sind oder nicht. Der zweite Fehler, der sehr oft gemacht wird, ist, dass Sie ein Semikolon hinter if setzen. Wir haben ja gelernt, Semikolon muss hinter jedem Befehl stehen, aber if ist kein Befehl. If ist eine Kontrollanweisung, die den nachfolgenden Befehl kontrolliert. Wenn Sie ein Semikolon dahinter setzen, dann kontrolliert die if-Anweisung das Semikolon. Das Semikolon selbst an sich tut aber gar nichts. Das ist sozusagen nur ein Platzhalter. Wenn Sie if d größer 0 Semikolon schreiben, dann wird dieses Semikolon ausgeführt, wenn d größer 0 ist. Und es wird nicht ausgeführt, wenn d kleiner 0 ist. Und der Block, der danach kommt, der wird immer ausgeführt, weil er nicht mehr durch das if kontrolliert ist. Auch ein beliebter Fehler, den Sie auch nicht angezeigt bekommen, weil es könnte ja sein, dass Sie es so gewollt haben. Der dritte Fehler, der oft gemacht wird, ist diese Leerzeichenkosmetik. Also Java interessiert es nicht, dass jetzt dieses A oder B nahe zusammensteht und dann ein Leerzeichen kommt und dann erst das und. Das sieht zwar optisch so aus, als ob erst diese Oder-Operation und dann die Konjunktion ausgeführt wird. Das ist aber nicht so. Die Leerzeichen interessieren Java nicht. Java benutzt die Punkt-vor-Strich-Regel oder die Klammern, wenn Sie welche setzen. Das ist ein Grund, warum wir Sie im Style Guide zwingen, zwischen alle Operatoren genau ein Leerzeichen zu setzen, damit Sie nicht optisch verführt werden, durch so einen Ausdruck hier zu glauben, dass hier A oder B ausgerechnet wird. Es ist nämlich nicht so, in Wirklichkeit wird Java zuerst diese Konjunktion ausführen, das heißt diesen roten Ausdruck berechnen. Und den wollten Sie an der Stelle vermutlich nicht, wenn Sie es so optisch anordnen. Deshalb Style Guide, immer genau ein Leerzeichen, dann kommen Sie nicht in Versuchung, das irgendwie so zu gruppieren, obwohl Java das nicht versteht. Gut, dann teilen wir jetzt das Übungsblatt aus und ich lasse Ihnen diese bedingte Ausführung hier einfach als Vorlage auf dem Bildschirm. Wenn Sie einen einzeiligen Befehl haben,
können Sie die Mengenklammern auch weglassen und das einfach alles in einer Zeile machen. Das ist zwar nicht so schön, aber für ganz kurze Sachen dürfen Sie das heute tun. Der Style Guide verbietet es eigentlich.